Heute ist Stadtratssitzung. Auf der Tagesordnung steht unter anderem eine Vorlage der Verwaltung, das heißt eine Beschlussvorlage zum Doc-Film-Festival. Das Doc-Film-Festival ist hier in Leipzig ein internationales Dokumentarfilmfestival. Es ist das größte Europas bzw. Deutschlands und das älteste weltweit. Und wir, auch die CDU-Fraktion, sind der Meinung, dass wir dieses Doc-Film-Festival mit seinem internationalen Publikum auf jeden Fall für Leipzig erhalten müssen. Ende 2016 erfuhren wir Stadträte, dass die Doc-Film GmbH in eine Schieflage geraten war. Gesellschafterin der Doc-Film GmbH ist die Stadt Leipzig. Es mussten unmittelbar finanzielle Mittel in die Doc-Film GmbH reingesteckt werden. Nun geht es bei dieser Vorlage heute darum, wie die Doc-Film GmbH dauerhaft gesichert werden kann. Wir sind mit der Vorlage, die das Ergebnis einer Untersuchung ist, an der auch die städtische Beratungsgesellschaft beteiligt war, so nicht ganz zufrieden. Uns geht diese Vorlage nicht weit genug. Wir meinen, dass man hier noch grundlegender ändern muss, dass man auch eine Strukturveränderung innerhalb der Geschäftsführung der GmbH hier durchsetzen müsste. Und daraus resultiert unser Änderungsantrag. Wir wünschen uns für die Doc-Film GmbH einen kaufmännischen Geschäftsführer, weil wir der Meinung sind, dass hier dringend betriebswirtschaftliches und kaufmännisches Know-how erforderlich ist, um die Doc-Film GmbH tatsächlich zukünftig auch wirtschaftlich erfolgreich zu machen und ja, das Doc-Film-Festival für Leipzig zu sichern. Wir wissen nicht, ob unser Antrag heute Abend Erfolg haben wird. Wir wollen es versuchen zu erreichen, auch wenn uns natürlich klar ist, dass wir hier doch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen müssen als Stadt Leipzig. Meinen wir, dass das hier gut angelegtes Geld ist. Letztendlich wird so ein kaufmännischer Geschäftsführer auch Mittel und Wege finden, um Drittmittel zu akquirieren und um ein schlüssiges Finanz- und Personalkonzept für die Doc-Film GmbH aufzustellen.